So, wo kann ich denn jetzt eigentlich mal meine Haarfarbe mir anschauen? Das hier vielleicht? Nee. Eula? Zauberhaut? Was ist das denn? Keine Ahnung. Kann ich das jetzt hier noch tiefer? Achso, nee. Kann mein Typ gar nicht mehr ändern, wie es aussieht. Oh, na gut, dann, na gut. Guten Morgen! Also das ist mein Gemeinschaftsraum, ja, muss ich mal schauen jetzt. Da ist ein Bett, das andere ist da oben. Da komme ich jetzt nicht hoch. Aber da ist noch ein Bett. Sind hier gerade die Bücher umgekippt? Ich war das nicht. Ja, da sind zwei Betten übereinander. Da sind zwei Betten übereinander. Ach, sind insgesamt nur vier? Ach Quatsch, warum sag ich den Gemeinschaftsraum? Ich meine natürlich Schlafzimmer. Sind nur vier. Ein Schreibtisch für vier Jungs. Aha. Aber okay. Drei Schränke für vier Jungs. Ja gut, bislang waren auch nur drei Jungs hier. Oh, schöne hohe Schränke. Wie komme ich nur da hoch? Keine Leiter da. Aha. Spiegel. Kann ich mich auch im Spiegel angucken? Mit meinen viel zu hellen Haaren. So, aber der Spiegel muss auch mal gewaschen werden. So. Oh ja, da kann man ja gar nichts. Bock hat mit angerichtet. Ja, gut, aber. Ja, die fallen aber jetzt nicht um, wenn ich dagegen laufe, oder? Nee, na immerhin. Gut, dann. Ich soll in den Gemeinschaftsraum gehen. Bin ich mal gespannt auf meine Ravenclaw-Mitschüler. Ich glaube jetzt nicht, dass hier André auftaucht. Oh, erstmal will ich die Treppe hoch. Guck mal, wie war das mit Sprinten? Ah, ich kann auch rennen. Aha. Und da? Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Okay. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Ich will mich aber erstmal hier umsehen. Einfach genial, Amit. Ah, ja, ja. Hallo, graue Dame. Ich kann hier... Oh, ja, das ist so toll hier. Oh, das ist ja mehrstöckig. Habe ich auch eine tolle Aussicht? Seht mal die Aussicht. Mal aus dem Fenster gucken. Warum stehen da denn überall Bücher davor? Ja, gut, ist richtig. Ich meine, man hat einfach so viele Bücher als Ravenclaw. Ah, ich sehe keine Aussicht hier. Schade. Es geht noch höher. Es geht noch höher. Es geht ja noch höher. Wie schön. So, was gibt's denn hier oben? Hi. Schloss auf Stufe 1. Das bedeutet... Okay, ich darf da noch nicht. Protego! Achso. Ich muss jetzt aufhören, welche Zauber ich mache. Okay. Ich laufe hier wieder gegen das Geländer. Ach, und... Es ist schon schön hier. Und so schön farblich auch eingerichtet. Ist hier noch hier? Nee. Charlie Cannons und die Magpies. Ja, geht's nicht, nee, ich bin schon ganz oben. Guten Tag. Okay, wer ist denn jetzt wer? Hallo. Was möchte ich denn drücken, um mit dir zu reden? F? Oh, eine Runde Schach. Kann ich mit dir spielen? Das wäre natürlich jetzt sehr komplex, wenn jetzt. Wenn das Spiel jetzt eingebaut hätte, dass ich mich hier nur hinsetzen müsste, um mit der Person echtes Schach zu spielen. So, was haben wir da? Darf ich auch noch nicht aufmachen, das ist ja fies. Können wir mal bitte jemand Aloha Mora beibringen? Hm. Hier oben, die wollen alle nicht mit mir reden. Und, ah, hier kann ich gerade F drücken. Das ist ein Globus. Ja, achso, ich kann ihn nur drehen. Ich dachte, da wird mir jetzt auch erklärt, was ein Globus ist. Doch gut, dann. Geh ich mal runter, würde ich sagen, oder? Also ich soll mich hier Emmett, Everett und Samantha vorstellen. Wollen wir doch mal schauen. Gleich wird's interessant. Das ist Everett. Einer von denen, mit denen ich interagieren soll. Okay, hallo Everett. Ein Moment. Sieh mal. Was soll das? Jemand hat eine Spinnbombe geworfen. Nichts wie weg hier. Das war nicht ganz die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Naja. Nun... Was hast du dir denn davon erhofft? Ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern. Nicht mit einer Stimmung. Ravenclaws können am ersten Schultag etwas nervös sein. Na, bist du, ich bin übrigens Everett. Im Vergleich zu den anderen wirkst du geradezu gelassen. Und du hast einen ziemlichen Höllenritt hinter dir. Ja, ich hätte mir jetzt am liebsten mal gesagt, dass Stinkbomben echt nicht cool sind. Aber die Option gibt's ja jetzt leider nicht.
Ich bin nur froh, dass ich hier bin. Bereit für den Unterricht. Sehr gut, das freut mich. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Die meisten Lehrer sind streng, aber fair. Ich meine, nicht alle meine Streiche sind so simpel wie die Stinkbombe. Und ich bin immer noch hier. Warte, sagtest du, die meisten Lehrer sind streng, aber fair? Ha, genau. Aber am besten machst du dir selbst ein Bild. Ich gehe vielleicht manchmal zu weit. Ich sollte abhauen, bevor jemand die Stinkbombe mir zuordnet. Nett, dich kennenzulernen. Ebenfalls, Everett. Naja, ich finde jetzt Leute, die Stinkbomben werfen, eigentlich nicht ganz so nett, aber... So. Der neue Fünftklässler. Ja, ich bin der neue Fünftklässler. Wo ich wohl herkomme, weiß ich gar nicht. Ich wüsste gerne mal meine Hintergrundgeschichte. Warum fange ich so spät an? Nein. Das wird hoffentlich noch erklärt. Was passiert, wenn die Zeit runtergelaufen ist? Ich will da also mal drauf ankommen. Und? Bin ich jetzt tot? Ich bin tot! Auftrag fehlgeschlagen! Oh nein! Ich versuch's nochmal. Und jetzt bin ich im Wald? Was? Jetzt bin ich im Wald, na gut. Okay, geht's jetzt weiter? Bin ich jetzt wieder ganz oben? Ich muss nicht nochmal mit Everett reden. Wo war denn jetzt der Ausgang? Ja gut, dann gehe ich jetzt halt runter. Oder? Ist das jetzt die richtige Richtung? Komm hier schon. In der Tür. Oh, bin ich jetzt in dem anderen Schlafsaal? Bin ich in dem anderen Schlafsaal? Auch vier Betten. Warum sind hier denn immer vier Betten pro Schlafsaal? Müssen das nicht fünf sein? Naja, das Spiel hier sieht auch nicht so. Hier sollte mal dringend jemand die Spiegel. So, man, in welchem Haus ist man denn für Sauberkeit zuständig? In Ravenclaw-Chat nicht. Naja, dann gehe ich noch tiefer. Bin ich denn jetzt? Naja, ich kann mir ja jetzt nicht alle Zimmer hier angucken. Ja, toll, aber. Aber ich will jetzt erstmal, was ist hier? Oh! Klo gibt's auch. Oh, wow, das ist ja edel. Mit Badewannen, die hinter dem Vorhang sind. Ist das so auf einem Internat? Ich war noch nie auf einem echten Internat. Aber das ist ja eigentlich schon voll. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht. Ich komme aber nicht rein. Schade, ich komme da nicht rein. Das hätte ich ja jetzt mir schon gerne mal. Ich meine, ist ja schon. Jo, und hier badet gerade jemand? Hallo, wer badet da denn gerade? Kann ich nicht sehen. Nee, ich kann nicht sehen. Nee, die Badewanne ist jetzt auf der Seite. Kann ich sehen, wer da drin ist. Aber ich meine, da wäre es jetzt mal angebracht. Wer badet da? Sag jetzt mir! Nee, schade. Na gut. Waschbecken gibt es hier und dahin sind Klogabinen. Ich wollte zwar mit. Oh, was? Hier kann ich F drücken? Was passiert dann? Oh, okay. Danke für die Info. Aber, okay. Ja, schön. Nee, warte mal. Da sind die. Wir sind jetzt schon wieder den Gemeinschaftsraum. Ah, Schloss auf Stufe 3. Na gut. Ich hatte doch vorhin schon den Gemeinschaftsraum. Warum sind da jetzt wieder weg? Ach, da. Nee. Hier sind die Zimmer. Da ist keine Tür. Ich weiß ja auch, wie tief das jetzt gegangen ist. Es muss hier eine ganze Menge. Jetzt mal hier. So, jetzt aber. Amit. Wo ist Amit? Aber ich bin da im Gemeinschaftsraum jetzt. Nicht. Ah, noch. Die Richtung. Letzte Nacht war perfekt für die Sternbeobachtung. Nicht eine Wolke. So einen klaren Himmel habe ich gleich wird's interessant. Nee, kein schlechtes Um, aber wieso haben wir die Nacht übersprungen? Das hätte ich auch gerne gesehen. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Ach, den kenne ich doch schon. Wollte ich jetzt mit dem nochmal reden? Kann ich das vorspulen? Ein Moment. Nee, du bist ein Arschloch. Mit dir möchte ich nicht. Oh. Was soll das? Jemand hat eine Stinkbombe geworfen. Nichts wie weg hier. Ja, kann ich das jetzt irgendwie... Das war nicht ganz die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Den Trick, das vorzuspulen? Nun...
Was hast du dir denn davon erhofft? Na ja, gut, ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern. Ravenclaws können am ersten Schultag etwas nervös sein. Ich bin übrigens Everett. Im Vergleich zu den anderen wirkst du geradezu gelassen. Und du hast einen ziemlichen Höllenritt hinter dir. Ja. Ich bin nur froh, dass ich hier bin. Bereit für den Unterricht. Sehr gut, das freut mich. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Die meisten Lehrer sind streng, aber fair. Ich meine, nicht alle meine Streiche sind so simpel wie die Stinkbombe. Und ich bin immer noch hier. Warte, sagtest du, die meisten Lehrer sind streng, aber fair? Ha, genau. Aber am besten machst du dir selbst ein Bild. Ich gehe vielleicht manchmal zu weit. Ich sollte abhauen, bevor jemand die Stinkbombe mir zuordnet. Nett, dich kennenzulernen. Ebenfalls, Everett. Okay, gut. Tschüss, Everett. So, wo finde ich jetzt Amit? Oh, geht's hier zu den Mädchenschlafzellen und da darf ich nicht lang. Das ist ja sehr interessant. Naja, gut. Dann gehe ich nicht zu den Mädchenschlafzellen. Ah, die sieht zum Beispiel aus dem Fernglas. Genial! Man könnte meinen, du könntest... Ach, so soll das nicht. Ach, Amit ist ein Jungenname. Ich dachte, das wäre ein Mädchen. Ah, hallo. Willst du mal gucken? Na, der ist doch schon mal deutlich sympathischer als Everett. Bei Tag kann man nicht viel sehen. Außer Sterne wie Sirius, Canopus, Vega und Arctur. Ich bin Amit. Schön, dass du in Ravenclaw bist. Ich kannte bisher niemanden, der einem Drachen so nahe war. Kann ich ehrlich gesagt auch nicht empfehlen. Schön, dich kennenzulernen, Amit. Du magst also Astronomie? Oh ja, man kann so viel von den Sternen lernen. Außerdem haben die Luft und der Nachthimmel über dem Turm etwas an sich. Etwas Belebendes. Astronomie wird dir gefallen. Professor Shah ist unglaublich bewandert. Also der ist schon mal sehr sympathisch und vor allem Astronomie ist auch ein sehr interessantes Thema. Nicht zu wechseln mit Astrologie, aber Astronomie ist ein sehr gutes Thema. Und ja, da kann ich natürlich direkt das hier... Ich würde gerne Astronomie belegen. Klingt interessant. Dann habe ich gute Nachrichten. Du belegst auf jeden Fall Astronomie. Es ist Pflichtfach für alle Fünftklässler. Yeah. Der Turm wird dich begeistern. Außerdem kann ein gutes Teleskop dir Dinge zeigen, von denen du nie geträumt hast. Dann sehen wir uns wohl im Unterricht. Ja, apropos, ich muss zu meiner ersten Stunde in diesem Jahr. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Pergament. Der ist sowas von Wir sehen uns. Amit, okay, Amit ist mein bester Freund. Jetzt mal hier noch gucken, wer Samantha ist. Samantha. Ob das die richtige Stelle ist? Samantha, du siehst sehr nach Hufflepuff aus, wenn du in die Blume gehst. Da bist du ja im falschen Haus. Nur so am Rande. Ich will, dass er an einem perfekten Ort ist. Einem Ort, an dem er glücklich ist. Aber ich finde ihn nicht. Was ist das denn für eine Blume? Knifflige Koboldsteine. Ich will, dass er hier gedeiht. Knifflige Koboldsteine? Das ist ein Spruch von mir. Ich habe diesen Diptam-Setzling mitgebracht und will, dass er sich wohlfühlt. Diptam ist natürlich was... Diptam ist erstaunlich, nicht wahr? So klein und doch so viel Heilkraft. Diptam ist wichtig. Wie du siehst, habe ich was für Pflanzen übrig. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Samantha. Okay, freut mich, Samantha. Verwendet man Diptam für den Mega-Power-Trank? Ja. Sieht aus, als hätte sich jemand ausgiebig mit Trankherstellung beschäftigt. Mega-Power-Trank gibt auch den bei so blöden Hat mir Professor Fick vom Mega-Power-Trank erzählt. Natürlich. Ich habe gehört, dass du bei ihm gelernt hast. Fick ist ein Mysterium. Er lehrt Theorie, scheint aber viel über praktische Magie zu wissen. Das weiß ich nicht. Praktische Magie. Ja gut, er konnte im Kampf viel mehr Zaubersprüche als ich. Levioso, Depulso. Das fand ich voll unfair. Wie soll er mir beibringen? Welches Fach unterrichtet er überhaupt? Naja. Ja gut, aber es war eine Menge, kann ich jetzt auch dazu nicht sein. Das waren schon so Standardsprüche. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Er hat mir vor Schulbeginn einiges beigebracht. Mehr kann ich nicht sagen. Er hat gesagt, ich hoffe, er hat dir nicht nur vom Mega-Power-Trank erzählt. Du hast bestimmt viel nachzuholen. haben nicht Hufflepuff. Wobei, beide Fragen finde ich jetzt sinnvoll. Aber erst nicht, weil ich ja vorhin auch Hufflepuff gesagt habe, muss ich das ja jetzt auch. Eine Vorliebe für Kräuterkunde passt eher zu Hufflepuff als zu Ravenclaw, oder? Schon, aber das liegt in meiner Familie.
Wir haben zu Hause ein ganzes Grundstück mit diesen Kerlchen. Okay, das schalte ich nicht. Ich bin sozusagen mit Kräuterkunde aufgewachsen. Ja, das ist gut. Also den Dipdarm würde ich mir auch ins Zimmer stellen, wenn er bei mir nicht angeht. Ich bin halt ein Hufflepuff, bei mir gibt's Pflanzen halt einen. Ist es üblich, dass Schüler ihre Zutaten selbst anbauen? Oh ja, unsere Kräuterkunde-Lehrerin Professor Garlic unterstützt das sehr. Und ich glaube, Professor Sharp, unserem Meister der Tränke, ist es egal, woher die Zutaten sind, solange die Tränke gelingen. Okay, ja, also das war sehr, Samantha ist sehr. Hat mich sehr gefreut, Samantha. Viel Glück mit deinem Dipdarm. Danke. Und auch dir viel Glück an deinem ersten Tag. Also merken, Samantha und Amit sind sympathisch. Und Everett nicht. Merken. Okay. Was? Ich bin Professor Weasley. Okay. Professor Weasley wartet vor dem Gemeinschaftsraum auf mich. Ich sollte mich mal dort mit ihr treffen. Jetzt darf ich also raus. Darf ich denn die Treppe nach oben jetzt gehen und rausfinden, was da oben ist? Wo ist denn jetzt der Ausgang? Wo ist denn vor dem Gemeinschaftsraum jetzt? Ne, hier geht. Oder was passiert, wenn ich nicht ganz unten. Ah, da fällt es halt woanders hin, aber ich will wissen, was passiert, wenn ich ganz runtergehe. Wie tief geht's denn hier? Ah, oh, ja, da bekommt man ja. Bin ich jetzt. Bin unten angekommen. Die darf ich nicht öffnen, wahrscheinlich wieder? Nee. Und hier ist nur ein Schlafsaal, vermute ich mal. So. Da rauskommen? Oh, Entschuldigung. Hm. Habe ich jetzt was kaputt gemacht? Also, habe ich da Fußspuren? Ach, egal. Gut. Dann, Professor Weasley wartet auf mich. Dann wollen wir doch mal schauen, wie ich jetzt am besten dahin komme. Ich folge einfach mal der Treppe nach oben. Nehmen wir mal jetzt gezeigt der Pfeil. Ne, nach oben, weiter nach oben. Hier ist jetzt. Ah, da sind die Mädchen. Da, aber ich muss in die Richtung. Ach, die Mädchen ist doch ein bisschen in beide Richtungen. Dann ist da wahrscheinlich der Ausgang. Ja, das ist doch. War das da, wo ich vorhin dann gestorben bin? Ne, das ist eine andere Treppe, oder? Guten Morgen! Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über ihre beruflichen Möglichkeiten. Boah, da bin ich gespannt. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um ihren Erfolg sicherzustellen. Ein Buch. Bitte sehr. Ha, wie Hogwarts. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Learning by doing, das ist eine gute Einstellung. Boah, Professor Weasley hat mir etwas gegeben, das sich Zaubererhandbuch nennt. Ich sollte ihr folgen und sehen, was sie mir darüber beibringen kann. Okay. Wieso? Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Wieso hat sie mich hier abgeholt? Eigentlich darf sie doch gar nicht über diese Schwelle, wenn sie keine Ravenclaw ist und doch selbst noch gesagt hat, dass sie diese Rätsel nicht lösen kann. Hm. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Sorry. Ja, Entschuldigung.
Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Zu welchem Haus gehören Sie denn jetzt? Sag doch mal. Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Büste. Mal sehen, was das Handbuch darüber berichtet. Die Büste? Ja, mal anschauen, vielleicht weiß ich, wer es ist. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Revelio. Und, wer ist es? Wieso... wer weiß, wer das ist? Diese zu Ehren des Hauses Ravenclaw geschaffene Büste? Büste von Ravenclaw? Ravenclaw war eine Frau. Hä? Ravenclaw war doch eine Frau. Wieso ist das jetzt ein Mann? Das verstehe ich nicht. Professor Weasley, können Sie mir das bitte erklären? Wer ist das? Ich verstehe... Was? Hä? Sammlung? Erstellung? Also, das ist deine Zauberstufe, die durch Herausforderungen verdienten... Ich will mit fortfahren. Dein Handbuch verfolgt deinen aktuellen Herausforderungsvorschlag. Wähle das Herausforderungsmenü aus, um fortzufahren. Oh. Durch das Sammeln deiner ersten Handbuchseite wurde eine neue Herausforderungskategorie freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe deines Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Wähle Handbuchseiten aus, um fortzufahren. Belohnung für... Was? Sammle in Hogwarts 2 Handbuchseiten. Okay. Eine habe ich. Belohnung müssen im Herausforderungsmenü angefordert werden. Schau öfters vorbei, um freigeschaltete Belohnungen einzusammeln. Aber warum ist hier jetzt ein männlicher Ravenclaw? Professor Weasley! Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Aber warum ist Ravenclaw ein Mann hier? Also ich habe nämlich letztens... Wo habe ich sie denn jetzt hingetan? Ich hatte letztens... Da! Ich habe letztens eine Schokoforschkarte von Gwendolyn Carragash bekommen. Und da steht Rowena Ravenclaw, eine der vier Gründerinnen von Hogwarts. Eine der vier berühmten Gründer der Hogwarts-Schule für Zauberei und Hexerei, Rowena Ravenclaw, war die brillanteste Hexe ihrer Zeit. Und dann gab es irgendwie was mit einem gebrochenen Herz, aber egal. Ihre Tochter Helena ist der Hausgeist. Aber da ist jetzt ein Herr Ravenclaw. Ja. Weasley, sind Sie noch da? Entschuldigung. Ich habe mir keine Schokofroschkarte angeschaut. Aber sie hat ja netterweise auf mich gewartet. Ja. Bloß nicht trödeln, Sie haben noch Unterricht. Ja, könnte mir vielleicht mal meine Frage erklären, warum da ein männlicher Ravenclaw ist. Wo gehen wir denn hin? Und da? Da? Entschuldigung, warte mal. Sorry. Das muss dann sein. Was sind das für Fragezeichen? Da ist ein Würfel hinter. Ja, Entschuldigung, ich hoffe, ich bin nicht abgelenkt. Ich bin neu hier. Ach, das kommt gerade recht. Was denn? Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Da. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Also erstmal, das ist ein Bild von Ignatia Wildsmith, der Erfinderin des Flohpulvers. Du hast einen Flohflamm-Schnellreisepunkt entdeckt. Du kannst die Karte jederzeit öffnen, um im Nu zu allen entdeckten Flohflammen zu reisen. Auf M sich die Karte. Na gut, viel habe ich einfach noch nicht entdeckt. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite leben die Schüler und Professoren. Da befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Ja, wenn da die Schüler leben, müssen da ja die Gemeinschaftsräume sein. Links. Okay. Wähle die Region große Treppe, um fortzufahren. Ja, gut. Ich habe bis jetzt nur die große Treppe entdeckt. Okay. In dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen von dir entdeckte Flohflammen an, einschließlich des Gemeinschaftsraumes in deinem Haus. Ja, das ist jetzt da oben. Graue Flohflammen markieren den Standort unentdeckter Flammen. Das heißt, ich bin von der oberen grünen Flamme jetzt schon bis zur unteren grünen Flamme gelaufen. Okay.
Auf der rechten Seite findest du interessante akademische Einrichtungen wie den Astronomieturm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Sehr interessant. Wähle die Region Bibliotheksanbau, um fortzufahren. Professor Weasley hat für dich die Flamme schon freigeschaltet, obwohl ich gar nicht da war, dass ihr falsch schieden. Nutze A, D, um die Karte zu drehen. Oh, cool. Oh, 3D-Hogwarts. Oh, das ist ja cool. Sehr cool. Entschuldigung, ich war abgelenkt. Was soll ich machen? Begib dich per Schnellkreise zu der Flohflamme in der Haupthalle. Warte mal, jetzt muss ich das mal wieder das richtig einstellen. Nee, Gewächshäuser ist falsch. Haupthalle? Ich soll zur Haupthalle, oder? Ja. Ah! Was ist jetzt passiert? Ah, ein Skelett. Okay. Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Ja, die Dinger sind schon praktisch. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Okay, ja, gut, dann. Von der Haupthalle aus gelangen sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Professor Howen will uns nächste Woche versuchen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Was wissen Sie denn über die Reise, Professor Weasley? Ich meine, was die Fächer sind, weiß ich ja. Und was Hogsmeade ist, weiß ich auch. Wir wissen, wer die Professoren sind. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Gibt's ja noch nicht. Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Hackett. Na gut, dann erzählen Sie mir auch noch was über Zauberkunst. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Okay, dann gut, was Hogsmeade ist, werde ich zwar, aber dann Sie erzählen Sie mir das jetzt Hogsmeade, auch. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Ja, Butterbier, das klingt doch schon mal sehr gut. Aber damit haben wir ja dann... Danke, Professor Weasley. Danke. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Das ist sehr nett von dir. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Professor Fick sagte, ich soll nichts erzählen und außerdem wird Zeit, dass ich die Folge beende, deswegen, sorry. Es tut mir leid, Professor, aber ich fürchte, das ist alles. Professor Fick hat fast dasselbe gesagt. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Fick, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor?
Natürlich. Danke. Ja. Viel Glück heute. Ja, danke. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Ja. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Ja, tschüss, Professor. Und ich sag dann jetzt auch, arrivederci, Sauber und Arsch. Achso, was muss ich denn jetzt drücken? Achso, oh, jetzt komme ich erstmal, jetzt kann ich mal in das, wenn ich Escape drücke. Na egal, ich wollte ja hier jetzt, tschüss.